Nehmen, also wirklich neue Präparate sind es vielleicht eine Handvoll. Daran sehen Sie schon, die Entwicklungskosten sind derart gigantisch, dass man nicht nur bei einem, würde man sagen, unanständigen Gewinnstreben von Pharmaindustrie, selbst wenn die sagt, wir bescheiden uns mit relativ moderaten Gewinnen, bis da überhaupt eine Amortisationsphase einsetzt, fließt schon viel Wasser den Rhein hinunter. Insofern sehe ich zwar eine gewisse Reduktion von Kosten, wenn man das auf eine breitere Basis stellt, dass das aber zum Preise, ist erlaubt formuliert, von einem nicht stellaren Antirheumatikum, wo Sie heute mit 20 eine N1-Packung für 3,50 Euro kaufen können, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Wahrscheinlich werden wir die Therapiekosten vielleicht halbieren, dann sind wir statt 20.000 Euro bei 10.000 Euro. Selbst wenn es nur noch 5 sind, wenn Sie aber plötzlich die Zahl der behandelten Patienten verzehn- oder verzwanzigfachen, das ist das, was ich meine. Wenn Sie das wirklich in der Masse zugänglich machen, dann muss es so dramatisch viel billiger werden, was nicht zu erwarten ist. Dass per Saldo für meine Meinung für die Sache nicht billiger, sondern allenfalls nicht ganz so schlimm viel teurer werden kann.